Yo, ich kann die Zukunft lesen in meinem Kaffeesatz und da steht drin, dass ich mir gleich noch eine Tasse mach. Nenn mich Rocky Macchiato oder Al Capone, nenn mich Haferschorsch, denn ich pack's nicht ohne. Wenn ich produziere, muss ich mir einen Kaffee machen, sonst spiele ich auf meinem Synthi nur noch schwarze Tasten. Das Label wechseln war eine dumme Idee. Weil die pleite sind? Nee, der N.A. trinkt Tee. Nieder mit der GbR. Wir wissen, wir machen das schon lang, aber wenn du es machst, hast du gar nicht das Gefühl. Aber wenn ich natürlich jetzt sehe, wir haben 7 Alben gemacht, wir haben, glaube ich, 96 das erste released, wir machen das schon ewig, aber das ist nicht Thema der Musik. Also wir versuchen das jedes Mal so zu machen, dass man es zwar hört, dass du sagst, okay, wir wissen, wie es geht, aber deshalb bist du trotzdem nicht der alte Hase, der einfach keine Spannung mehr drin hat. Also das ist schon so, dass jetzt, mich freut, dass eine neue Generation nachgekommen ist. Das hat mich eher verblüfft, dass dieser Generationswechsel oder dass es jetzt so lange gebraucht hat, bis da irgendjemand noch mitmachen kann. So die letzten Festivals, die letzten 15 Jahre waren oft so, dass die ganzen Leute, die mit uns angefangen haben, immer noch das Ding total dominiert haben. Es war einfach keiner zwischendrin. Ich meine, der Einzige, der nachkam, war Fasido. Also der auf Festivals wie wir, also in einer ähnlichen Größenordnung gespielt hat, sonst war es immer Semi Deluxe, Beginner, wir, also die großen Slots einfach mal als Bands. Es ist cool zu wissen, dass es nicht stirbt, weil sonst hast du irgendwann das Gefühl, hey, das Ding geht langsam ein, weil irgendwann wird der Sammy sagen, nee, ich mach's nicht mehr oder so, und dann who's next? Und jetzt hast du Materia, hast du Casper, die Dinger füllen, und hast bestimmt noch ein paar andere. Das ist gut. Du kannst natürlich jetzt irgendwann die Hosen andere Farbe wählen oder so. Es ist nicht so, dass wir jetzt fernab aller Strömungen unseren Sound machen, aber wir machen den Sound, wie wir es cool finden. Und hey, wenn du ein guter Double-Time-Rapper bist, dann mach das bitte. Für mich ist es einfach was eher Uninteressantes. Es war technisch gut, aber ich war auch nie der Typ, der früher Gitarre gespielt und wer der schnellste Solo spielen kann oder wer am schnellsten, keine Ahnung, rappen kann, war für mich so unwichtig. Also es kommt auf die coole Musik an und manche haben einen coolen Style beim Double-Time-Rappen, aber wenn das so... Ich würde sagen, das ist fast eine deutsche Tugend, dass du sagst, ja, aber ich kann ganz, ganz, ganz präzise auf die Viertel und ich bin der tighteste Rapper. Und sagst, das ist doch voll wurscht. Ich will von, wenn du jetzt gute Rapper nimmst, ich will von Rakim kein Double Time hören. Jeder, der hat seinen Stil und ich fand Eric Clapton immer gut als Gitarrist und es war halt Slowhand Clapton. Also das war, der hat jetzt nicht versucht, die zweistimmigen Metal-Solos anzustimmen und das nennt man auch Stil. Also das ist so der Blumentopf-Stil ist. Also zum Beispiel der Chaos, wir können gut Double-Time-Rappen, mal bieten sie mir immer, weil wir dann so langsam dagegen rappen. Das kann man nicht scheinen neben ihm, so, das muss schon irgendwie... Das ist einfach, das passt dann irgendwann nicht, weißt du. Ja, immer da, wo wir, glaube ich, die Platte gehabt haben. Also das ist so, jetzt fühlen wir uns natürlich da bei, wieder mit der GbR, diesen Soul-Funk, dreckigen Loop und Sample und drüber spielen und einfach so ein bisschen Boom-Bap-Richtung. 2012 fühlen wir uns sehr zu Hause. Und du brauchst aber die Experimente, weil sonst weißt du nicht, wo du zu Hause bist. Ich muss auch sagen, ich finde da wir das schlechtere Beispiel. Ich würde sagen Musikmaschine, da würde ich das unterschreiben, dass das irgendwie nicht so unser musikalisches Zuhause war, weil wir da ja auch selber viel Musik, also viele Instrumente gespielt haben. Wir haben voll viele Hooks selber gesungen, haben eigentlich mehr so Songs gemacht mit richtig Bridge und so Sachen halt, was wir jetzt auch noch machen. Aber da war der Fokus mehr darauf, auch mal was ganz anderes zu machen für mich. Ist das Wir-Album natürlich ein hartes Album, so, das vom Sound, von der ganzen Klangästhetik sehr hart, aber es ist für mich trotzdem ein Rap-Album mit gesampelten Sachen drauf. Also da gibt es vielleicht ein, zwei, die ausbrechen, wo, wie zum Beispiel der Song Wir, wo einfach die Gitarre natürlich gespielt ist, aber die anderen Gitarren da drauf sind eigentlich alle gesampelt. Für dieses Musikmaschine-Album ein viel besseres Beispiel dafür, dass wir da sagen, okay, da haben wir mal richtig rumexperimentiert und haben was anderes ausprobiert. Da würde ich sagen, okay, wenn du sagst, aber da sind wir musikalisch nicht zu Hause, deshalb machen wir den Sound jetzt auch nicht mehr so. Weil es wichtig war, das mal auszuprobieren, aber da sind wir schon eher im Sample-Sound zu Hause, als in dem Sound, wo wir am Schlagzeug sitzen, Gitarre und Bass spielen und das dann schneiden. So. Das ist natürlich klar. Eigentlich relativ einfach. Ich meine, da gab es vor 4 Jahren oder so, war das Clouseau-Konzert, oder? In Köln, und da war Pullman auch da. Ich war nicht da, deshalb erzähle ich es am liebsten. Das ist immer gut, wenn man sagt, was zwei Tage weiter ist. Wir waren alle zusammen trinken danach. So war es wirklich. Außer mir natürlich. Und weltbewegend war es wahrscheinlich auch. Nee, es war ein cooler Typ. Hab ich gehört. Ja, das ist so. Ich will das so weiter erzählen. Ja, dann haben wir ihn angerufen, es war auch nicht ich. Nee, wir hatten den Song fertig und der Chaos hat das Ding gesungen und er darf weder Double Time noch singen bei uns, weil vertraglich, also GbR-Vertrag festgelegt. Und dann haben wir halt gesagt, hey, Pohlmann, also
mochte ich halt, also mochte ich jetzt wirklich ich, also ich spreche wieder sich von der Stimme immer gerne, ich finde, der kann geil singen und das war dann so eine Entscheidung. Ich wusste, dass die Verbindung besteht, dass ein paar schon Draht dazu haben, lass uns anrufen, lass uns probieren und der hat Bock drauf und das war eigentlich die Geschichte dann dazu. Und es hat super geklappt, also und vor allem Pohlmann hatte, das ist auch so ein Feature, was nicht jeder hat, also wir wollten jetzt auch nicht sagen, ja, so, was ist denn gerade hier groß im Radio und alles so. Pohlmann war dann eine gute Option für uns, wo wir sagen, da ist irgendwie nicht so, okay, jetzt holen sie sich den, um das zu kriegen. Und ich habe den irgendwann im Internet entdeckt, eigentlich über eine Berliner Blogseite, komisch, Blockgebälle Kreuzberg war das noch zu der Zeit, und habe dann irgendwie das gestöbert und dann kam auch raus, dass in München auch keiner kannte. Also war so auch Creme Fraiche oder so. Keiner kannte diesen Edgar Wasser. Und dann hat er einen ersten Auftritt gehabt. So, Münchner Innenstadt. Und dann hat der Wunder, hat den gesehen, war immer oft so da. Das ist cool. Und dann haben wir irgendwie geschaut, ob das live was bringen würde. Haben experimentmäßig mal mitgenommen. Jetzt ist es super. Wir sind quasi dies mit Main Concept wahrscheinlich am längsten machen in München. Oder aktiv. Aktiv sind wir, die es am längsten machen. Und er ist einer der freshesten. Und wir fanden diesen. Das Ding auch cool zu sagen, hey komm, du gibst in die Plattform, viele Leute mal da im Konzert und wie reagieren unsere Fans drauf und es hat sehr gut geklappt und es waren halt nur 5 Auftritte und jetzt haben wir, jetzt kommen wir Tour im November, Dezember, wird Edgar Wasser dabei sein. Guten Freund aus Skateboard-Zeiten, jetzt kann ich mal Skateboard fahren. Lass es ihn erzählen, wenn du es... Ich war nicht dabei, deshalb kann ich es erzählen. Ach so, du warst nicht dabei. Ja. Aber es war ein guter Freund von uns, vom Skateboard fahren, mit dem sind wir schon überall geskatet, also wir vor allem ich. Und der ist dann in die ARD, WDR Sportredaktion gewechselt und war da relativ ein hohes Tier, wo es darum ging, das Programm zu kreieren für 2006 für die WM bei uns im eigenen Land. Und der hatte dann die Idee, er will einfach einen Song haben, wo er halt nochmal dieses Fußballballett aufleben lassen kann. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das wo so immer in so verschiedenen geloopten Bewegungen dann nochmal lustig auf dem Beat irgendwelche Fußballszenen geschnitten werden. Das gab es in den 70er, 80er Jahren mal und sowas wollte er wieder machen. Und dann haben wir gesagt, ja, lustige Idee, aber für uns wäre es viel interessanter, wenn wir jedes Spiel einzeln mit einem Rap zusammenfassen können. Das haben wir dann ausprobiert zu so einem Testspiel, Niederlage gegen Italien, was sonst. Und ja, das hat ihnen dann so gut gefallen, dass wir das jetzt eigentlich seit 4 Turnieren dann gemacht haben auf der ARD. Patriotismus hat das, also ganz ehrlich, das ist ein Begriff, mit dem, klar muss man sich mit dem auseinandersetzen, weil wir rappen über die deutsche Nationalmannschaft, über das Fußballteam dieses Landes, so, wenn die spielen und das hat natürlich immer, wenn alle ihre Fähnchen schwenken und so, das ist aber immer noch was, wo ich mich nicht wohlfühle. Also ich bin kein Fan davon, wenn viele Fahnen irgendwo geschwenkt werden vom eigenen Land. Das ist natürlich ein vollkommen friedliches Ding und eigentlich ist es auch blöd so zu denken, aber irgendwie finde ich, das ist nicht meins, also das mich nicht mit einer Deutschlandfahne sehen, egal welches Spiel gespielt wird, so ist es. Und so ist es bei jedem von uns. Aber es ist natürlich so im Großen und in der ganzen breiten Gesellschaft, ist es viel, geht es besser als früher, so was jetzt auch nicht unbedingt was Schlechtes ist, weißt du, ich meine, weil du hast viele Länder, wo die einfach stolz auf ihr Land sind oder was auch immer mit den Fahnen rumlaufen, das Feiern ist natürlich jetzt bei uns natürlich geschichtlich ganz schlecht vorbelastet und das braucht auch eine Zeit, damit sich das wieder normalisiert. Man muss normal damit umgehen können. So. Und wenn Fußball-WM ist und das eigene Land spielt, ist es verdammt normal, dass man Fan davon ist und dass man die Fahne schwenkt und eben da mit dabei ist. Es darf halt nur nicht irgendwie kippen in was anderes, was schnell geht dann, dass du wieder dastehst und denkst, hey, das ist wirklich überflüssig, lass es bitte bleiben. Aber ich finde schon, dass es so 2006, das hat jetzt nicht mir, jetzt hat meine Welt nicht verändert da. Okay, mit dem Reportagen-Ding würde ich sagen, das ist schon, ich wusste nicht, was wir da anfangen. Aber dass die Diskussion einfach so da war und dass die Leute quasi, dass es wieder aufkam und die Leute irgendwie doch so ein positives Gefühl mehr kriegen oder dass man Fahnen gesehen hat, es hatte nicht diesen komischen Beigeschmack. Also, fand ich schon mal interessant eher. Aber das ist für mich einfach, weil ich so ein Event-Hasser bin, es ist auch schwer für mich dann zu sagen, also nicht auf einer Fanmeile, ja. Das ist auch was, kann man vielleicht... Auch ohne Fahnen würde das wahrscheinlich nicht passieren. Da muss ich schon noch eine Fahne in mir tragen und eine Alkoholfahne quasi mitschwenken, weil sonst geht das gar nicht, dass man dann auch hier die bunte Fahne auf die Backe malt. Es wird schwerer mit jedem gegen Italien nochmal ausscheiden oder so, wäre langsam schon ein bisschen, wäre das dritte Mal, dass ich sowas, quasi das vierte Mal, weil das Testspiel war auch gegen Italien. Deutschland, Italien, das will ich nicht mehr machen müssen, also nicht mehr mit dem gleichen Ausgang. Also es ist schon schwer, wenn du sagst, okay, fällt uns das nochmal ein und es ist halt Fußball und da wird halt,
da gibt es halt einen Elfmeter, es gibt halt das. Es ist schon anstrengender, das so zu bauen, dass wir sagen, hey, das finden wir selber cool. Neue Spieler braucht es immer, weißt du, und vielleicht interessante Sachen, die gerade fernab vom Spielfeld passieren. In der, dass der Trainer was Komisches macht, dass der und der Publikum ist, davon lebt es dann. Ja, oder dass wir halt, wie wir bei 2010, glaube ich, gemacht haben, so eine Kochsendung machen, wie man quasi den, was dann auch nicht geklappt hat, den spanischen Supertruppe die Suppe versalzen hat. Dann stehen wir im Fernsehen und machen eigentlich eine Kochsendung in Kochklamotten. Also das sind dann so die Sachen, wo wir uns selber pushen und sagen, ey, das ist ja wirklich, schau, wie blöd ist das denn, wie geil ist das denn, wir jetzt als Köche. Und dann machst du halt den Text darauf. Das ist schon wichtig, um es halt so, ja, auch mal ausbrechen zu lassen, weil... Hast schon recht, ich meine, es wird natürlich, das Spielfeld ist begrenzt, die Spielzeit ist begrenzt und auch die Vokabeln in Sachen Fußball sind dann irgendwann begrenzt. Nee, das ist ja natürlich, das ist wie als Fan, ich meine, wenn du ein Spiel siehst, das endschlecht ist oder ein Spiel, das endgut ist, du hast immer was zu erzählen oder irgendwas drüber zu reden und irgendwas, wo du dich aufregen oder freuen kannst. Wenn es ein Spiel ist, wo du einfach dir eigentlich denkst, was auch oft beim Fußballschauen vorkommt, hey, warum habe ich mir das, man hat mir 90 Minuten meines Lebens geklaut, warum habe ich nicht ausgeschaltet, das ist natürlich verdammt schwer, das dann irgendwie zu verkaufen und zu sagen, hey, das ist jetzt der Wahnsinn gewesen. Also du musst ja sehen, wenn du eine EM oder eine WM hast, gibt es für mich persönlich es gibt schlechte Spiele, aber es gibt keine unbedeutenden Spiele. Und wenn du jetzt sagst, das war schlecht, dann rappst du irgendwie 4 Takte darüber, dass es schlecht war, aber du hast ja die ganzen anderen Spiele in der Gruppe und du weißt, was passieren kann. Und das ist ja irgendwie immer relevant. Das ist ja keine Bundesliga-Saison mit, was weiß ich, 36 Spieltagen, wo du dir dann eins rausgeguckt hast, wo du sagst, das ist ja vollkommen unwichtig, sondern alles hat da irgendwie Relevanz und das kannst du cool in sowas reinbauen. Das müsst ihr euch merken, alles hat da Relevanz. Ja, genau, alles ist wichtig. Jetzt, wo sie einen Hartmann rausgeschmissen haben, ich bereite mich schon mal vor auf Floris WM-Club dann mit ganz viel Weißbier. Alles hat Relevanz. Scheiße. Ja. Weißwurstgrenze, das kenne ich nicht. Was ist das? Edmund Stoiber ist Gott sei Dank alt und er ist aber, was man auch sagen muss, er gibt dem Gerhard Polt einfach den Stoff für Gerhard Polts wunderschöne Satire-Sachen und dafür darf er noch ein bisschen irgendwo im Untergrund weiter schmoren, aber eigentlich gut, dass er nicht mehr da ist. Groß. Ja, alt, Schwarzloch, 13, Wolfratshausen-Theorie, Triple Six, Muschi, seine Frau, alles genau, Bierzelt, Kartenträger, CSU, Brillen, Wutrede, Passau, furchtbar, Edmund Stoiber. Edmund Stoiber, genau. Freundeskreis. Unser ist ein richtig guter Freundeskreis, Musik auch gut, coole Band. Gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Band, oder? Gibt's nicht mehr, aber coole Erinnerung. Zugreisen, lieber als Flugreisen. Ja. Zugreisen, da hasse ich. Ein Weltstar. Ich habe den David Alaba noch im Giesinger Stadion gesehen, als er bei den Amateuren gespielt hat, weil ich gehe zu Amateurspielen, da habe ich ihn mit Thomas Müller, mit den allen noch gesehen und wenn man sich das anschaut, wie der bei Bayern spielt und quasi hinterm Ribéry, also Ribéry und er, wie die zusammenspielen, der Ribéry ist halt absoluter Weltstar und David Alaba ist es eigentlich auch, weil wenn die beiden zusammenspielen, läuft es tausendmal besser, als wenn irgendjemand anders mit Ribéry auf der Seite spielt. Von daher, David Alaba. How do you do, David? Ja, genau. Ich wollte auch nur sagen, how do you do? Learn him to speak the Austrian language and maybe works out all well. Und damit meine ich jetzt den Verteidigungs- oder Außenminister. Wer war das? Verteidigung. Ja, super. Ich weiß es nicht mehr. Mädchen. Ja, für mich jetzt seit 1,5 Monaten nicht mehr aktuell, weil ich versuche gerade, ich bin Azubi-Vegetarier seit 1,5 Monaten. Ich muss das Hackfleisch meiden. Diese Classic, ja. Die Lichtgestalt, ja. der ein, Mann. Also, ohne Scheiß, eigentlich eine Karikatur seiner selbst langsam. Ja, ich sehe ihn manchmal nachts, wenn ich einen Hubschrauber wieder hinten sehe, dann denke ich immer Franz Beckenbauer, wie er erzählt hat, wie man bei der WM, wie man das erfahren muss, mal einen Hubschrauber über Deutschland von Stadion zu Stadion zu fliegen. Ja. Das würde ich mir gerne mit Franz Beckenbauer. Während dem Herbst aufgefallen, dass das, glaube ich, dem normalen Zuschauer gerade echt Unmut aufs Gesicht zaubert, wie er erzählt, wie ein Mann unbedingt das mal gemacht haben muss. Genau. Franz Beckenbauer, Ehrenpräsident. Kaleidoskop ist ein Projekt, das wir mit Text und Tonkills hatten. Und wir schauen, ob da noch mehr geht. Also das ist so. Hamburg ist heiß auf uns, habe ich gehört. Wir haben komischerweise ein Tourangebot für Kaleidoskop. Wir haben keine neuen Songs, gar nichts. Wir haben nicht mal neuen Input da, aber wir schauen, dass halt, hey, mit den Leuten sind gute Freunde und wir schauen, dass wir da irgendwas nochmal zusammenbringen, wenn es nicht cool wird.
dann spielen wir es keinen vor, haben wir einfach eine gute Zeit gehabt. Treten aber trotzdem damit auf und trinken. Klar. Ich habe gehört, das hat er selbst gesagt, ist moralisch der beste Rapper. Moralisch, optisch, körperlich, moralisch und noch irgendwas ist er der Beste. Und dadurch, dass ich jetzt keinen, also nicht wirklich was von ihm kenne, muss ich das einfach mal so unterschreiben, weil er es auch so schön vorgebracht hat. Das ist, glaube ich, ihm einfach, dass er moralisch der Beste ist. Klar. Gute Vergleiche hat er damit. Ich komme mit drei Hosts durch die Tür und wieder Weihnachtsmann, fand ich gut. Und ich suche das Weite, wie Leute mit Übergewicht im Klamottenladen und sowas. Das war schon witzig. Also das ist so. Wir lachen immer, wenn wir abends Kollege beim Einschlafen. Genau, beim Einschlafen mit Kollege. Drei Fragezeichen danach Kollege und das war richtig.